Hallo Freunde, in diesem Video zeigen wir euch, wie man einen Barfagen-Controller tauscht. Jetzt haben wir die drei Phasenstecker entfernt und den Basstecker ebenso. Entfernen wir noch den Heilsensor. Hierfür müssen wir das Silikon hier aufschneiden. Ganz wichtig beim Entfernen des Halssensors, diesen Clip hier drücken und dann rausziehen. Also wenn man den Controller entfernt hat, sollte man hier diese Dichtungen überprüfen, ob sie irgendwelche Risse oder Schäden hat. Wenn sie noch gut ist, kann man sie einfach drinnen lassen. Und ansonsten gibt es bei uns im Shop diese Ersatzdichtung. Auch hier beim Halssensorstecker befindet sich eine Dichtung. Wenn diese beschädigt werden sollte, haben wir ebenfalls die passende Dichtung dafür in unserem Shop. Jetzt haben wir den alten Controller entfernt, geben den neuen Controller drauf. Hierfür zuerst eben den Stecker vom Halssensor wieder anstecken. Und jetzt müssen wir hier das Silikon erneuern. Jetzt die Dichtung fest anziehen, so dass die Dichtung etwas nach außen gedrückt wird und das Ganze dann wieder etwas lockern, dass die Dichtung schön bündig wird. Aber eben das ist die Dichtung, wie man hier vielleicht ein bisschen sehen kann, hier etwas rausdrückt und jetzt das Ganze wieder ein bisschen lockern. So, jetzt haben wir den Controller getauscht. Und das war's schon wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal, um keine weiteren informativen Videos mehr zu verpassen.